Optimieren, das soll man sich gleich nach dem Duschen. Man soll es nicht reinreiben, wenn man da so gesprayt hat. Man soll nicht Schmuck anziehen und dann drauf, zum Beispiel Perlen, die mögen das überhaupt nicht, auch der andere Schmuck nicht. Was machen aber Gerüche mit dir? Es gibt zum Beispiel einen Geruch, wenn ich den in der Nase habe, dann gehen mir ganze Filme ab von einer Person. Leider keine guten Erinnerungen dran. Die hat mich irgendwo auf dem Weg, haben wir uns verloren, missverstanden, was immer. Aber der ganz eine spezifische Geruch in meiner Nase löst etwas aus. Ich bin dann schon im Kopf schon, okay, das ist ja nicht diese Person. Doch ich assoziere auf diese Person etwas, die von meiner Erfahrung nichts weiß. Sie weiß nicht, was das in meiner Nase auslöst. Das kennen wir alle. Du und ich war die Ruth Achelier, die dich herzlichst einlädt, Parfum auch in der Sprache zu nutzen. Es gibt Menschen, die mögen Klartext, und es gibt Menschen, denen muss man ein bisschen, ja, Parfümiertes rüberbringen. Was stimmt für dich? Was ist für dich gut? Wie gehst du damit um? Was assoziierst du mit gewissen Düften? Bis demnächst in diesem Theater mit dem Wunsch, dass niemand vor dir sitzt, der ins Parfümfass gefallen ist. Alright, see you, bye bye.